herzlich willkommen zu einer neuen SCS Info News oder News aus dem SCS Software Blog oder eher aus SCS Twitch, da wo ich gerade zugeguckt habe, nämlich beim Livestream von SCS. Ja, jetzt ist nun soweit 19.15 Uhr, war es soweit, beziehungsweise 19.12 Uhr, die sind mal ein paar Minuten eher dran, die Jungs. Zeitverschiebung, die Tschechen. Da ist es so, dass nämlich das Kennzeichen DLC ist jetzt freeleased worden für sage und schreibe 11,99 waren es, ne? Richtig, sage und schreibe. Wir gucken nochmal ganz kurz durch. Da steht es für 11,99. Also 12 Euro stehen hier im Raum, die ihr ausgeben müsst für das neue Kennzeichen DLC. Ihr habt da bestimmt schon das eine oder andere Video gesehen. Nicht nur von mir auch, sondern von anderen YouTuber-Kollegen oder dann auch von SCS selber, die immer wieder sehr viele Livestreams gemacht haben zum Kennzeichen DLC. Und ja, da könnt ihr auf alle Fälle mal euch das jetzt holen, kaufen und dann natürlich eine Runde durch Kansas schippern. Finde ich mega, mega cool, ne? Cruising Kansas. Hier auch fürs Kabinen-DLC, sämtliches Zeug. So, dann kommen wir natürlich hier noch, wenn wir hier die Bildchen schon haben, zu dem neuen, da ist es nämlich, Moment, halt, stopp, da war es nicht richtig, nee, stopp, da noch eins weiter. American Truck Simulator Farm Machine DLC ist nämlich auch mit gleich und top mit rausgekommen. Wer das möchte, zahlt dafür nochmal, sage und schreibe, 5 Euro. Also, ich sag mal, kauft ihr das und das, dann seid ihr nach einem Riese ein paar Euro los. Genau, aber es lohnt sich auf alle Fälle, das sieht man eigentlich anhand der Bilder. Ich habe ja gestern schon ein Video darüber gemacht. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie beide Sachen rausbringen. Das macht es natürlich nochmal umso attraktiver, das Ganze. Gerade Kansas ist wirklich sehr landschaftlich geprägt, mit sehr viel, mit der Landwirtschaft an sich auch, ne? Mit den ganzen Feldern und das ganze Gedöns, was man hat. Da kommen diese Landschaftsgerätschaften hier richtig gut rüber. Ne? Das passt natürlich, wie die Faust aufs Auge, muss man auch schon sagen. Ne? Richtig, richtig coole Geschichte hier. Schwerlast ist auch noch mit hinzugekommen. Ich glaube, sind wir sogar per mehr Routen dazugekommen, ja, das Ganze, ne? Genau. Ja, finde ich geil. Auch die Rotorblätter hier, ne, die sind ja auch neu mit dabei. Finde ich richtig, richtig stark. Seit der Open Beta. Also müsst ihr mal auf alle Fälle euch jetzt hier euren Geldbeutel öffnen und dann einfach mal ein bisschen SCS unterstützen und natürlich das neue Kansas DLC kaufen, genauso wie den Farming Machine DLC hier. Das müsst ihr natürlich dann auch noch holen, ne? Coole Sache. Also, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem DLC, dürft ihr das gerne machen. Ansonsten, kaufen würde ich sagen. Ansonsten, wie immer, dürft ihr im Blog auch kommentieren hier bei SCS. Logisch, wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich jetzt viel Spaß. American Truck Simulator Kansas. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Macht's gut, bis bald. Und adios.